Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Zweitligator. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen zurückspringen, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber jetzt auf deine Zeit beim VfL Osnabrück. Wie war sie bisher bis zum jetzigen Standpunkt? Ja, bisher war sie gut. Natürlich war es das erste Mal so eine Situation für mich, dass ich länger verletzt war. Denn auch zu einem blöden Zeitpunkt eigentlich, mitten in der Vorbereitung mit dem neuen Verein, man will sich beweisen und dann kommt eine Verletzung. Das hat einen natürlich ein bisschen zurückgeworfen, aber allgemein, ich komme hier mit allen klar. Egal ob es Trainerteam oder mit den Jungs in der Kabine ist, da habe ich keine Probleme. Und das Stadion ist unfassbar. Es macht einfach jede Woche oder jede zweite Woche Spaß, hier aufzudribbeln bzw. im Stadion zu sein. Und ich fühle mich einfach brutal wohl hier. Du hast gerade schon gesagt, die Verletzung hat dich zurückgeworfen, 10 Wochen, direkt in der Vorbereitungszeit. Wie hast du das denn für dich selber dann wieder aufgearbeitet? Wie hat das geklappt? Ja, mit ein paar Extraschichten. Man war halt jeden Tag fleißig. Egal, ob es denn im Zentrum Med war und selber was gemacht hat oder ob man dann in der Kabine nochmal selber für sich ein paar Extraschichten geschoben hat. Und man muss dann doppelt so viel arbeiten wie die anderen vielleicht. Und ist nicht gerade immer leicht, auch für den Kopf und so, aber das geht schon irgendwie. Der VfL hat jetzt ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr 2019 gespielt, bis jetzt. Und auch eine unfassbar gute Hinrunde in der zweiten Liga. Wie siehst du das so? Wie hat sich das für dich entwickelt hier? Ja, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Wenn wir jetzt zurzeit die Tabelle anschauen, sind wir auf dem 5. Platz. Das ist überragend und es macht natürlich riesig Spaß. Und jetzt nach der Serie, die wir jetzt haben, das ist natürlich ein bisschen erschreckend, wenn wir darauf gucken, die letzten Spiele auch gegen namentliche Gegner, dass wir da 3 Punkte holen. Und das macht auf jeden Fall riesig Spaß. Wie viel Rückenwind nimmt man dann mit, wenn man Stuttgart schlägt, Hamburg schlägt, in Kiel 4-2 gewinnt? Ja, man muss natürlich versuchen, schon ein bisschen auf dem Boden zu bleiben und gucken, wo wir unsere Stärken haben. Und das ist, glaube ich, nicht so leicht, aber das machen wir halt überragend. Und wir werden auch immer daran erinnert, was unsere Stärken sind und werden in der Woche auch natürlich direkt immer wieder ein bisschen gedämpft. Und das macht es einem dann ein bisschen leichter. Aber natürlich fühlt es sich leichter an ein bisschen, wenn man davor weiß, okay, wir haben Hamburg geschlagen und wir gehen mit einem guten Gefühl in die nächste Woche rein. Jetzt zur Mannschaftssituation, wir haben es gerade auch schon in der PK gehört, es ist natürlich ein großer Konkurrenzkampf, auch im Mittelfeld natürlich. Wie siehst du jetzt gerade deine Rolle in der Mannschaft? Ja, man sieht es ja, also ich werde zurzeit öfters eingewechselt, bin ich auch froh drüber und man versucht sich natürlich reinzukämpfen, man gibt Druck von hinten und dadurch werden die anderen ja auch besser und man selber auch, wenn man immer Gas gibt und ja, hoffentlich wird es irgendwann mehr. Man wünscht sich das natürlich, ist ja normal, dafür ist man geboren, dass man, oder will man Fußball spielen, damit man auch im Stadion ist und selber das Geschehen mit ein bisschen gucken kann, wie es läuft. Und ja, hoffentlich wird das alles wieder. Ich habe es gerade am Anfang schon angesprochen, gegen Kiel hast du das 4-2 erzählt, dein erstes Zweitligator. Wie wichtig war das für dich? Du warst ja letztendlich nicht nur als Knipser beteiligt, sondern auch am Spielaufbau zusammen mit Baschkim. Beschreib mal ganz kurz, was das bei dir ausgelöst hat. Es war natürlich ein riesen Gefühl. Es war, ich glaube, ein paar Witze wurden danach gemacht, weil ich nur noch gegrinst habe in der Kabine und nach dem Abpfiff. Und es tat fürs Spiel gut. Es war 3-2, es war eine große Drucksituation gerade. Wir kamen jetzt ein bisschen besser ins Spiel. Und dann das 4-2 hat den Kieler natürlich ein bisschen das Genick gebrochen. Dann kam noch die rote Karte dazu, das ist natürlich, hat uns in die Karten gespielt und für einen selber tut es natürlich auch gut nach einer langen Verletzungszeit oder allgemein jetzt, wenn es nicht so gut läuft, dass man dann ein Tor schießt, das tut einen sehr gut. Jetzt so ein bisschen in die Zukunft geblickt, was sind deine Ziele beim VfL jetzt aktuell und auch darüber hinaus in deiner fußballerischen Karriere? Ja, für mich selber ist es natürlich erstmal so, dass man sich immer mehr zum Stammspieler etablieren will. Und der VfL natürlich, der hat eine große Geschichte und ich glaube, alle wollen irgendwann mal wieder in die erste Liga. Und warum nicht mit dem VfL, man weiß nie. Und jetzt müssen wir aber erstmal uns in der zweiten Liga etablieren, müssen gucken, dass wir die zweite Liga bereichern. Und wenn wir so weitermachen, sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg.